Weihnachtsmarkt. Von Julius Stinde. Zu den vielen ausgesuchtesten Rätseln der Natur gehören, wie man so um Michaelis herum in den Zeitungen liest, die Wandervögel, welche schon lange vor der Erfindung des Kompasses schnurgerade nach den fremden Ländern fliegen. Sie gehen schnurgerade der Annehmlichkeit nach, da der Mensch sich genau ebenso verhält. Im Frühling, sobald der erste wärmende Sonntag lockt, wandert er in die Umgebung. Am Karfreitag muss er nach dem Spandauer Bock. Pfingsten wandert er in den Grunewald, das liegt ihm so von klein auf in den G-Organen. Kommt nun aber die Weihnachtszeit. Dann halten ihn keine vier Pferde, dann zieht es ihn mit unerklärlicher Gewalt nach dem Weihnachtsmarkt. Gemeinschaftlich mit Onkel Fritz und Krauses verabredet. Wir taten es hauptsächlich um Krauses Willen, die der Aufheiterung bedurften, denn ihr Eduard hat ihnen zu viel Verdruss bereitet. Anstatt Lateinisch zu lernen, war er ausgerückt und hatte mit den Jungs Räuber und Soldat im Friedrichshain gespielt oder war auf der Straße umhergestrolcht und seine Schulaufgaben bestanden aus Fehlern und Tintenklecksen. Unbegreiflich war nur, dass die Mutter den Jungen immer noch in Schutz nahm. Es ist unrecht, das Kind mit so schweren Arbeiten zu quälen, sagte sie. Herr Krause durfte natürlich keine Einwendungen machen. Er musste schweigen wie ein schlecht geputzter Rekrut. Solche Jammerbolle von Mann. Etwas Zerstreuung und Erheiterung war Krauses daher mehr als passlich und eine Weihnachtswanderung ihnen sehr willkommen. Wir erwarteten sie zu 6 bei uns, aber sie kamen erst 6:30. Die Krausen entschuldigte sich damit, sie hätte bemerkt, dass ihr japanisches Tablett weg wäre und das hätte sie erst gesucht, ohne es jedoch finden zu können. Ich sagte, sowas verkröche sich manchmal. Es würde schon morgen oder sonst gelegentlich sich wieder anfinden. Es fand sich auch an, aber anders als wir gedacht hatten und wie ich sagen muss, in niederschmetternder Weise. Doch alles zu seiner Zeit. Wir zögerten nun nicht lange, als wir komplett waren und wanderten dem Schlossplatz zu, indessen kamen wir nur langsam voran. Nein, sieh bloß dies hier. Oh, das möchte ich haben. Sieh doch nur, wie prachtvoll. Und so ging es in einer Tour. Mancher Laden überbot sich aber auch wirklich selbst. Da wird immer so viel von den Schätzen des Orients geredet und von den Bazaren, die sie dort haben. Was will das sagen? Vor Weihnachten ist das ganze Berlin mit seinen stundenlangen, gasstrahlenden Straßen ein einziger, ungeheurer Bazar. Zwischen all dieser neuen Pracht liegt der Weihnachtsmarkt wie die gute alte Zeit. Das sind dieselben schmalen Budenreihen, dieselben Spielsachen liegen aus. Die Verkäufer haben ebenso rotgefrorene Nasen und eben solche warme Kappen auf wie damals. Und die Kinder mit den Dreierschäfchen, den Sägemännern, Waldteufeln, Hampelmännern und womit sie sonst ihr kleines Handelsgeschäftchen betreiben, haben noch ebensolche dünne Stimmen wie damals. Mein alter, lieber Weihnachtsmarkt. Was von jeher einen unbeschreiblichen Eindruck auf mich machte, ist das ernste, schweigende Königsschloss, welches wie ein Riese die Zwerggezelte des Marktes überragt. Da summt es von Menschengewirr, als wenn die kribbelnde, wippelnde Gegenwart keinen geschützteren Platz finden könnte. Jedoch auf den Markt gezogen, um nützliche Sachen einzukaufen, verteilten uns daher und gingen an das Geschäftliche. Derweile ging Onkel Fritz an eine Bude und kaufte Honigkuchen mit Inschriften ein, um sie uns zu verehren.
Aber er hätte es lieber unterlassen sollen, denn auf meinem Stand, Olle, brumme nicht. Fritz, sagte ich mit einem Anhauch von Missmut, ich kann nicht behaupten, dass mir diese Zuckergusspoesie behagt. Dann kratze sie ab, dem Kuchen schadet das nicht. Er ist eben unverbesserlich. Nun wollten wir noch nach der breiten Straße. Aber so gut der Gedanke auch war, das Hinkommen hatte seine Schwierigkeiten. Denn solche Drängelbergerei wie an der Ecke vom Schlossplatz und der breiten Straße gibt es nirgends. Aber wir kamen durch, weil der Berliner bei derartigem Festgedränge stets zur rechten Seite geht und nur der Fremdling gegen den Strom will, bis ihm eine zuruft. Sie da, mit Gesichter, halten Sie mal rechts, sonst werden Ihnen hier die Plätteisen abgetreten. Das hilft dann prompt. Ein Junge rannte fort und die Krausen stand da mit einem japanesischen Tablett in der Hand, sprachlos und entsetzt wie eine versteinerte Salzstange. Herr Krause rannte ebenfalls davon, hinter dem Ausreißer drein. Unser Tablett, stöhnte sie. Oh, Eduard! Sie wankte, Onkel Fritz sprang ihr bei und gab ihr seinen Arm, indem er sagte, kommen Sie nur zu sich und nehmen Sie die Sache von der heiteren Seite. Ja, das tat sie aber nicht, sondern zog das Taschentuch und machte eine hysterische Szene. Mittlerweile erschien Herr Krause wieder. Er ist entwischt, rief er zornig. Eduard, stieß er hervor. Der Junge, Zigarren hat er mir ausgeführt und verkauft sie hier auf dem Weihnachtsmarkt. Auch das Tablett hat er genommen, Löcher hineingebohrt, Schnur durchgezogen, sich umgehängt. Steht hier mitten zwischen armen Kindern. Wie ich ihn erblicke und glaube, ich fasse ihn schon, er den Kopf aus der Schlinge gezogen und fort. Die Polizei soll ihn verhaften. Wie kannst du so unmenschlich sein? Fing nur die Krausen an. Komm, lass uns nach Hause gehen, der Junge wird sich gewiss ängstigen. Nein, sagte Herr Krause. Ich bleibe. Ich würde zu strenge mit ihm ins Gericht gehen. Morgen früh soll er seinen Lohn haben. Du wirst ihn doch nicht schlagen. Ich werde ihm verkünden, dass er nichts zu Weihnachten bekommt. Aber doch einen Baum? Keinen Baum. Mein Karl flüsterte mir zu. Wenn das Wort eine Brücke wäre, ich ginge nicht darüber. In 3 Tagen ist alles vergessen. Er müsste meiner Meinung nach den Bengel so verbimsen, dass nur noch die Knopflöcher von seiner Jacke zu gebrauchen wären. Sonst wird nie was Vernünftiges aus dem. Ich bin prinzipiell gegen jegliche Prügelstrafe, weil sie unaufgeklärt und inhuman ist. Aber Keile muss sein. Onkel Fritz konnte nicht umhin auszurufen, Herr J., sind wir vergnügt. Und haben's ja nicht nötig.